Willkommen zur nächsten Folge, Leute. Wir sind in der letzten Folge ja kläglich gescheitert bei dem Versuch, dem Typen irgendwie zu entkommen. Am Ende haben wir es zwar geschafft, aber es war echt nicht so geil. Ja, und jetzt ist der Typ da hinten aufgestanden, scheinbar, und ist ganz gewiss genau dahin gelaufen, wo wir hin müssen. Aus irgendeinem Grund ist der Typ zum Beispiel eben, der ist ganz einfach dann auch zurückgerannt. Also, die kann man scheinbar relativ leicht abschütteln. So, hallo. Jetzt ist wahrscheinlich links hier die Tür auf. Ja, richtig geil. So, wo ist denn unser Freund? Unterbereich müssen wir jetzt auch noch freischalten. Lockdown aufheben. Das heißt, er kann ja gar nicht hier sein, wenn er gar nicht in die Tür reingekommen ist. Aber er läuft auf jeden Fall irgendwo rum. Ja, entschuldigt nach wie vor dieses komische Bild. Diese kleine Verzerrung im Bild, aber das liegt einfach daran, dass wir kaum Leben haben. Oder eben, wie gesagt, wir haben ja zwei, wir können ja zwei Treffer einstecken und wir haben leider schon einen eingesteckt. Hier ist. Oh, was haben wir denn hier? Was? Diagnose, Cortex-Chip. Ah, oh, wir sind schon am Cortex-Chip, sehr gut. Was, was? Oh Gott. Motor. Ich muss zum. Ich muss alle Verbindungen machen, scheinbar. Okay, also erstmal hier die Verbindung. So, das verbindet sich dahin. Ja, hier kann ich nicht aufmachen, das heißt, es bringt nichts. Das Auswerfen Cortex-Chip. Ah, okay, gut, ich muss alle nach unten leiten. Ey, das war einfach. Ach, die kann ich einfach. Das macht die dann auf, wenn ich das so mache. Okay. Das ist cool. Das Problem ist, ich kann unmöglich das hier auf alle verteilen, wenn es nur ein Strahl ist. Ah, ich kann alle drei aktivieren. Wow. Ernsthaft jetzt. Ah, mega gute Aktion. So, da ist der Cortex-Chip draußen. Sehr schön. Und der dritte. Was ist das denn für ein Ding? Das dritte Stück haben wir jetzt auch. Das heißt, im Prinzip wären wir fertig und könnten uns transferieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht lassen. Ich muss hinten rein gucken, noch in den Raum. Okay, wir warten mal. Will er irgendwas tun? Ich glaube, er will nichts tun. Der wird sowas von leben gleich. Der sieht schon mal fast wie fertig aus. Ah, Heilung. Sehr wichtig. Yay, wir sehen wieder gut aus. Lass mal hier drauf gucken. Okay, da ist jemand definitiv verrückt geworden. Das sieht irgendein Auge. Und wir sollen ja irgendeine Quelle vernichten, sagt uns immer diese Stimme. Das heißt vermutlich. Ah, hier. Into the Abyss. Also irgendwo da unten ist scheinbar die Quelle. Vielleicht gibt es ja wirklich sowas wie ein Wesen, was jetzt. Also aus der AI ist so ein Wesen gewachsen, was vielleicht richtig Kraft. Okay. Wir fangen unten an, beim ersten Eintrag. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Okay, das ist einfach. Unable to connect. Lumar Relay. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? You will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Okay. Guys? Man hört auf jeden Fall irgendwelche. Don't worry, we won't forget. All right. Heading
going into radio silence. Good luck, guys. So, da kommt der Jahreswechsel. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbert leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay. Okay, then. Stay safe. Wehe, du stehst auf, Freund Blase. Wehe. Macht er nicht mit, gell? Gut. Also unser Freund, der aufgestanden ist, ist irgendwie nicht aufgetaucht wieder. Der ist doch bestimmt jetzt hier oben. Ah, es speichert. Ja, das sieht gut aus. Vermutlich ist er jetzt irgendwo oben gespawnt. Wir müssen an ihm vorbei zur Schaltfläche wieder, zu Catherine. Und, wie sieht's aus? Oh ne, er ist gar nicht hier. Alles klar. Entweder ich gehe direkt zu ihr oder ich gehe nochmal hier rein. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal hier rein. Was ist Alpha? Okay, also irgendwas ist im Abgrund, was sie Alpha nennen, aber ist das nicht ein Standort gewesen? Okay. Irgendein Alarm losgegangen gerade in der Aufnahme. Da ist nichts. Was haben wir denn hier alles? Tote Ratten? Da ist wieder was eingewachsen. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock, das Ding zu benutzen. Wir brauchen eh gerade kein Leben. Ich glaube, ich spare mir das auf, falls uns jetzt auch nochmal so ein Vieh erwischt. Man kann ja nie wissen. Das passiert hier schneller, als man denkt. Okay. Ah, die haben vermutlich einfach Meerestiere damit ausgestattet. Tintenfisch. Ein normaler Fisch, das sieht nach einem... aus wie ein Ichthyosaurus. Okay, die sind scheinbar alle davon befallen gewesen. Tja. Gut zu wissen, dass es Lebewesen befallen kann. Das Strukturgel ist also richtig mächtig. Ging da. War klar, war klar. Läuft der? Er läuft auf jeden Fall nicht. Frage ist, kann ich ihm davonrennen? Oder muss ich gar nicht? Was sie. Wow. Puh. Was war das denn wieder? So. Jetzt kann ich mich da an den neuen... Wow, das ist der neue Kopf. Crazy. Don't worry, it'll work. Akku. Und... da ist die Flüssigkeit. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts.
All right, try activating the seat from the terminal again. D war das, gell? Ich glaube D. Ja. Scheint alles lebendig zu sein. So, und jetzt muss ich sicher. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes. Simon, du hast so eh nicht deinen eigenen Körper. Sei doch nicht so eine Pussy. What would be like before? Close my eyes and then. And then open them again. All right. Los geht's. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. You might need to boot it up. Ja, komm. We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. Okay. You don't really need to understand it. Just make them line up. Muss es mal drei. Nee, also ich. Amplitude? Ja, ist doch mal drei. Okay, ich. Höchste Amplitude vielleicht? Bam. Gut, das ist Quatsch. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ganz kurz nochmal. Vielleicht irgendwie auf eine Idee kommen, wie das geht. Gut, wir probieren es einfach. Also, eine Frequenz von 3 Ausgleich von 15. Also, das ist einfach die Laufgeschwindigkeit, die Intervallgröße. Achso, es muss einfach treffen, natürlich. Ich bin auch clever. Das sieht gut aus? Nee. Passt auch noch nicht ganz. Das ist die Länge? Okay, wir brauchen eine relativ krasse Länge. Das ist es nicht. So, noch beim Ausgleich gucken. Der Ausgleich ist hier. So, das sieht nach einer guten Länge aus. Ah, das ist noch zu krass. Ich will das jetzt einfach mal aus. Also von der Wellenlänge ist das meiner Meinung nach das Beste. Aber der Ausgleich ist einfach Quatsch. Die Amplitude stimmt eigentlich. Das ist viel zu niedrig. Das ist viel zu hoch. Wohl. Obwohl. Wenn ich es mir recht angucke, könnte das sogar eher stimmen. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Leute, 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 was ist das denn für ein komisches Rätsel wieder? Das ist viel zu niedrig. Parameter, es kann eben auch, ich kann das eben auch nicht 1:1 abbilden lassen, ne? Das nervt mich gerade ein bisschen. Nochmal kurz probieren. So, jetzt stimmen eigentlich Höhen und Tiefen perfekt. So, und jetzt muss einfach noch die. Das sieht doch gut aus. Hä? Passt doch eigentlich. Frequenz vielleicht. Ey, nee, es passt nicht ganz. Das ist die Länge. Also bei mir sieht das so aus, als würde das drauf passen. Ja, jetzt passt es natürlich nicht mehr, das ist natürlich ganz klar. Wenn ich mal Ausgleich 0 mache, guckt mal. Oder sogar noch ein Stück niedriger. Nee. So sieht's aus, als würde es drauf schwimmen. Aber ist noch nicht perfekt, ne? Also jetzt ist aber gut.
Ist ja wohl perfekt gemacht. Das ist Quatsch. Jetzt wäre ich noch ein Stück niedriger. Nee, jetzt ist die... Oh! Oh! Ideal. So, hat ein bisschen gedauert. Macht nichts. Ich war super. Und dann kriegt man einen neuen Frauenkörper. Los geht's. Vielleicht auch ein kleines Motiv, was sich durchzieht. Dass ich immer nur Frauenkörper bekomme. Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Los geht's. Auf in den neuen Körper. Achso, ich bin ja mit dem Rücken zu dem Ding, stimmt. Das ist so geil. Also die Idee ist echt gut. Oh Gott. What was that? No, I could just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied. Ach du Scheiße. Now, you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realized how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Okay, das heißt... What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? That's so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... Ich glaube, ich bringe ihn um. What if he didn't need to wake up? You'd do that? Ich würde es machen. I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. Ich glaube, ich tue es. Ich erlöse ihn. Er stirbt jetzt. Er ist tot. Ein zweites Ich ist tot. Das Ding ist auf jeden Fall, also die Art und Weise, wie das hier transportiert wird, die ganzen Messages, richtig geil, gefällt mir richtig gut. Was ist der Mensch noch wert, der kein Körper hat? Ein neues Duo, erfolgreich geschaltet. Wie viele kommen da eigentlich noch? Oh. Gar nicht mehr so viele kommen da. So, ich würde sagen, machen wir uns mal zu den Kreaturen in die Tiefe. Oh, das sieht so geil aus, die Unterwassersachen sind so gut gemacht. Der Sound ist auch richtig bombastisch gut, wie ich finde. Da ist keine Plattform mehr. Muss ich einfach nach unten mich fallen lassen? Oh Gott. Okay. Das geht tief runter. Was? Ah, okay. So soll's nicht. So soll man's nicht machen. Gut zu wissen. Aber ich. Was soll ich denn machen? Ach Gott, da geht's ja gar nicht lang. Okay, mein Fehler. Ach, da hinten ist das Ding, wo ich schon war. Okay. So, würde ich sagen, auf in die Tiefe. Aber wenigstens hat dieses Ding auch also eine Käfigform. Are we done here? Yeah. I
activate the clone, please. Sure thing. Und runter. So, dann wollen wir mal schauen. Kann ich mich auch da drüben hinsetzen? Ich setze mich, glaube ich, gar nicht erst hin. Zwei Passagiere. Ah, wir haben zwei, oder? Eigentlich ist ja Catherine auch einer. Komm, wir lassen sie mal zählen. Ich hoffe, ihn wollen wir, oder? Mal. Hab ich gerade was falsch gemacht? Catherine? Ist es vielleicht. Ich muss mich vermutlich doch hier draufsetzen. Ist das jetzt ein Witz oder was? Zwei? Probieren. Ach, das geht. Hab ich da eben auch eingestellt? Verstehe ich nicht. Ah, da sehen wir die Tiefe. Okay. Haben wir figured out what happens when we die? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? What about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who call me an imposter? Ich glaube, Catherine will nicht mehr reden. It's dumb luck, right? I woke up in the right body. Basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ, this is awful. We did an awful fucking thing. Aber nicht, man. You wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. Jammerlichtbereich. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on?
Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Und die Dunkelheit. Oh Gott. Catherine? Kath? Hello, Catherine. What happened? Bin ich. Oh Gott. Will ich wirklich raussteigen? Ah, ich bin irgendwas reingefahren. Oder? Oh. Ein Rätsel. Hey, I know it's not much, but why are we stopped moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Das sollte eigentlich halten. Does time freeze when you're not powered? Time freezes a minute when I'm not. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like... Im Sensorkontakt sind große Viecher zu sehen, wenn ihr mal hinguckt. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. That'd be the worst. Er kann wenigstens drüber lachen. Immerhin. Okay. Das Bild wird wieder verschwommen. Oh, ich sehe Felswand. Okay. You did it! You did it! I will make preparations. What? Ja, Leute, wir hören hier auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.